Thema dieses Videos ist der sogenannte Locked-On-Stabilization-Effekt. Kennt der eine oder andere vielleicht von diversen Videos? Dazu gehen wir in die Fusion-Page. Doch vorher schauen wir uns kurz in der Edit-Page die Clips an. Das wäre mein erster Clip. Dann haben wir ein weiteres Beispiel und noch einen dritten Clip. Aber beginnen wir mit der Joggerin. Wir wählen den Clip an und klicken auf Fusion. Somit ist automatisch im Media In der Clip hinterlegt. Wir achten darauf, dass Media In angewählt ist, drücken Shift-Leertaste und suchen nach Planar für Planar Tracking. Den wählen wir uns aus und fügen den hinzu. Somit ist er automatisch in der Sequenz drin. Dann stellen wir sicher, dass sich unser Cursor auf dem ersten Frame befindet. Wir gehen in den Inspector und schalten den Tracking-Modus um von Point auf Hybrid Point Error und den Motion Type stellen wir um auf Translation. Wir wollen nur die Bewegung tracken. Jetzt fixieren wir den Bereich des Bildes, auf den wir stabilisieren wollen. In dem Fall nehme ich mal das Auge. Wir zeichnen eine grobe Form. Und dann klicken wir auf Track. Man sieht sehr schön, wie gut der Track erkannt wird. Wir können das nochmal stichpunktmäßig überprüfen. Sieht alles gut aus. Und jetzt ist alles, was wir machen müssen. Wir gehen nochmal in den Inspector und schalten den Operation Mode um vom Track auf Stabilize. Und somit wird der Bereich, den wir getrackt haben, festgepinnt, in dem Fall unser Auge. Überprüfen wir mal. Wunderbar, hängt sehr gut dran. Jetzt sehen wir allerdings noch einen sehr großen Transparenzbereich, den wir nicht haben wollen. Dann wählen wir den Planar Tracker aus, Shift-Leertaste, X für Transform Tool. Jetzt suchen wir uns den Bereich, wo wir den größtmöglichen Ausschlag haben, das ist wahrscheinlich hier. Und verändern jetzt einfach die Größe entsprechend. Muss man es ein paar Mal kontrollieren und hin und her schauen, ob das passt. Ich würde gerne noch ein bisschen nach unten gehen. Schauen wir mal. Jawohl, sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir den Track wirklich genau auf das Gesicht gelockt. Dadurch sind wir in Anführungsstrichen näher dran und das Ganze wirkt ein bisschen emotionaler. Ich finde es einen coolen Effekt. Natürlich kann man wie immer hier auch übertreiben. In diesem Fall hätte man höher aufgelöstes Material gebraucht. Da sieht man jetzt natürlich schon ein bisschen die Limitierung. Aber es demonstriert ganz gut, was man damit machen kann. Zweites Beispiel. Schöner Shot, aus der Hand geschossen und parallel dazu bewegt sich der Kollege im Bild. Auch hier wollen wir auf sein Gesicht stabilisieren. Clip anwählen, genau gleich wie vorher. Wir gehen auf Fusion. Ich mache es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Planar Tracker. Reference Time Set. Hybrid Point. Translation. Und hier wählen wir mal seine markante Augenpartie aus. Die müssten wir ganz gut tracken können. Und ab die Post. Da bin ich jetzt mal gespannt, da werden wir einiges an Motion Blur mit drin haben. Wir schalten um auf Stabilize. Und das Gesicht ist festgepinnt. Ziemlich cool. Wie ihr seht, hier sind große Bewegungen, die wir jetzt ausgleichen müssen. Ich mache das mal. Transform. Dann können wir jetzt diesmal ordentlich Gas geben. Da haben wir noch ein bisschen einen Bereich. So sieht es doch prima aus.
Hier sieht man jetzt die Motion Blur Nebenwirkungen, weil die Bewegung so extrem war im Original. Und man merkt natürlich, dass wir über dem Auflösungslimit sind. Aber anyway, es funktioniert. Letztes Beispiel. Das wird ein Effektshot mehr oder weniger. Wir wollen das Auto jetzt ein bisschen verfolgen und das Ganze dramatisch überhöhen. Clip anwählen, Fusion. Planar Tracker. Wir gehen aufs erste Bild. Set. Hybrid Point Error. Translation. Und ich wähle mal eins der Lichter aus. Ich glaube, das war immer im Bild. Und ab dafür, wir tracken das Ganze. Der läuft ein bisschen raus, aber hat die wesentlichen Punkte ganz gut im Griff behalten. Stabilize. Wunderbar. Da müssen wir jetzt jede Menge ausgleichen mit dem Transform. Wie gesagt, vergesst jetzt mal die Auflösung. Es geht ja tatsächlich einfach um den Effekt. Machen wir es mal ganz extrem. So bleibt die Lampe jetzt immer genau auf unserem gewählten Punkt. Das war's. Locked-on Stabilization. Ein cooler Effekt. Viel Spaß beim Nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.